Hi Freunde und herzlich willkommen zu Clash of Clans Rashcore Clan Let's Play heute am Montag. Und leider muss ich euch sagen, dass wir den Clankrieg nicht für uns entscheiden konnten. Das war ein Cheater. 56 zu 105 haben wir leider verloren. Ich wurde auch angegriffen. Ja, will ich jetzt eigentlich gar nicht zeigen. Entschuldigung, ich habe gerade irgendwas am Hals stecken. Ich habe auch keine Angriffe gemacht, weil ich wollte eigentlich Sonntag zwei Angriffe machen und da hatten die aber schon 80, 90 Pokale und das hätte ich auch nicht mehr rausreißen können und dafür sind mir die Truppen zu schade, weil ich greife dann wirklich nur Leute an, wo ich 100% zerstöre, nicht wo ich den Bonus bekomme, also ich hoffe ihr versteht das. Aber ich habe mir heute mal gedacht, was kann ich heute machen, es ist ja derzeit nichts am Laufen, also greife ich mit euch mal an. Ich habe auch meine Lakaien auf Level 3 upgraded, was heißt, ich habe das gemacht, ich habe das halt gestartet und gestern ist es fertig geworden. Das heißt, wir werden jetzt mit 65 Bogies angreifen, 60 Barbaren und 45 Lakaien. Mal schauen, was ich als nächstes upgrade. Oder besser gesagt, ich kann nur die Schweinis upgraden, mal schauen, ob ich es machen werde. Und da schreibt gerade der Killer, okay, das gucken wir uns vielleicht gleich an, aber jetzt mache ich mit euch zusammen erstmal den Angriff. Ich weiß, dass ich noch Schutz habe, aber das ist mir eigentlich Schnuppe. Es greifen mich eh nur Scheißleute an, die alle beim Rathaus zerstören wollen, was natürlich der Sinn meiner Aufstellung ist. Und deswegen ist mir eigentlich scheißegal, ob die mich angreifen oder nicht. Entschuldigung. Jetzt hat, jetzt seht ihr, der hat natürlich schon mal sehr viel in seinen Lagern, aber schaut euch den Magiturm an und den Magiturm. Die rösten alle, die Barbaren leider haben ja quasi diese Massentruppen und Magitürme sind ja ganz schlecht, die brüten wirklich alles weg, die Magitürme, und das wollen wir nicht. Aber wenn man lang genug sucht, meiner Meinung nach, findet man immer jemanden. Nach 10 Minuten gebe ich es meistens auf, weil es mich einfach ankotzt, aber bis dahin habe ich eigentlich jemanden gefunden. Wenn nicht, dann kotze ich halt. Dann schauen wir mal den hier an, das ist ein Chinese, der cheatet eh, den braucht man gar nicht angreifen. Der hat auch hohe Magitürme. Der hier hat wenig Rohstoffe, also wirklich sehr, sehr wenig, ist nur ein Hungerlohn. Der hatte ein paar Rohstoffe, der hat 112 Gold, also mir geht es hier wirklich nur ums Gold. Und den hier, naja, also 100.000 Gold wären bei mir schon drin, also hätte ich gerne. Ich kann euch mal ein paar Angriffe zeigen, da habe ich, also meistens schaffe ich 200.000 Gold, aber die Gegner muss man erstmal finden, bei denen man so einfach Gold und so holen kann. Und da habe ich gerade bei Skype was empfangen, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Und da kommen jetzt natürlich hunderte von Leuten, die einfach total wenig Rohstoffe haben. Ich glaube, ich werde auch in meiner Liga mal aufsteigen, weil hier Gold 2 ist, was heißt Gold 2, ich bin ja derzeit ich bin derzeit in keiner Rangliste und darum kommen halt auch so Gegner. Normalerweise kommen Gold 2 Spieler, hier ist jetzt ein Gold 3 Spieler, die haben mehr Rohstoffe auf jeden Fall. Hier kommen jetzt nur quasi so Fehler, Klienten und Server sind nicht synchron. Haben wir zu schnell geklickt, ich habe keine Ahnung. Aber jetzt kann ich natürlich gleich wieder lesen. Tim, sieh dir bitte meinen zweiten Pfeil im Klankrieg gegen Nummer 2 und 7 an, please. Soll ich das machen? Soll ich das machen? Karte ansehen, Feind gegen Nummer 2. Mal anschauen. Ich glaube, den Angriff habe ich mir persönlich auch schon mal angeguckt. Da setzt er natürlich erstmal seine Bogies. Und eigentlich will ich jetzt selber angreifen. Darum habe ich jetzt ein bisschen vorgespult. Und es dauert hier wirklich sehr lange, weil die Gebäude sehr hoch abgegradet sind. Magitürme auch sehr hoch. Also der ist ungefähr so einen Monat, hat wahrscheinlich einen Monat vor mir angefangen. Oder er suchtet es einfach mehr. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder er hat früher angefangen oder er suchtet mehr. Ich schätze mal, er hat früher angefangen. Weil so unproduktiv zocke ich jetzt auch nicht. Und der Killer hat hier natürlich wirklich versucht, hier was zu machen. Also sieht auf jeden Fall so aus. Und da hat er noch die Goldlager mit Blitzen zerstört und da hat er die 50%, hat er dann auch beendet. Ja, das kann man zählen lassen. Aber ich will jetzt trotzdem Angriff machen, tut mir leid, dass ich deinen Angriff jetzt nicht angucke. Ich will jetzt trotzdem selber einen Angriff machen, damit die Zuschauer hier was geboten bekommen.
bekommen. Und der hier sieht doch mal richtig cool aus. 175.000 Gold. Dann schauen wir doch mal, was hat der für Verteidigung? Erstmal austesten, wie weit man reingehen kann, ohne abgeschossen zu werden. Und so, dann packe ich hier jetzt noch ein paar rein. Hier noch ein paar, hier noch ein paar, hier noch ein paar, hier noch ein paar. Und da kommt schon verborgener Tesla raus. Schauen wir mal, hier ist auf jeden Fall der Bogenschützenturm, der safe das hier alles. Hier kommt auch der Bogenschützenturm hin. Wir wollen natürlich von hier am besten angreifen, von der Seite. Weil ich schätze mal, das ganze Gold ist in den Lagern und nicht in den Produktionen. Aber das werden wir ja dann sehen. So, jetzt haben wir lang genug gewartet, sage ich jetzt mal. Jetzt greifen wir mit den Barbaren an. Und das Wichtigste ist natürlich, nicht zu viel auf eine Stelle setzen. Sonst werden hier die ganzen Barbaren von den Bombern einfach zermatscht. Und jetzt kommt natürlich gleich meine, das heißt meine Lakaienarmee. Jetzt kommen meine Lakaien hier ins Spiel, die wirklich hier meiner Meinung nach alles rausreißen. Es sind ja auch Lakaien, also ich bitte euch. Lakaien, also pff. Und auf den Magiturm muss ich jetzt den Blitz setzen, damit er nicht so viele röstet. Und hier kommt jetzt der Barbarenkönig mit ein paar Barbaren. Ja, Barbaren waren auf jeden Fall drinnen. Und hoffentlich reißt er das jetzt noch raus. Die Hälfte von Gold haben wir schon mal. So, Heilung natürlich. Mal schauen, ob sie schon zu den... Also das eine Goldlager hätten wir noch haben können. Ich glaube, hat sich wirklich nicht rentiert. Aber was soll man machen? Meistens verkackt man es live. Aber live ist live, ne? Und der Bomber ist auf jeden Fall tot. Die Magier machen da schön Schaden. Und jetzt sind sie aber leider tot. Ne, doch noch nicht. Haben noch ein paar Leben, wirklich. Die Magier haben noch ein paar Leben. Und da holen wir uns sogar noch ein bisschen dunkles Elixier. Hatte ich zwar jetzt nicht vorgesehen, aber ist immer ganz schön, wenn man noch dunkles Elixier bekommt. Es leben hier noch ein paar Bogenschützen, die sind aber auch gleich tot. Und ich schätze mal so 100.000 Gold sind in der Tasche. Ja, mit dem Bonus, den man bekommt. Normalerweise, wenn ich in der Rangliste bin, dann, also wenn ich hier so ein geiles goldenes Button habe, dann bekomme ich denn, so habe ich 100.000 Gold. Naja, war jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe, aber ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Also die Kosten meiner Armeen wurden auf jeden Fall gedeckt. Meine Armee kostet, ich kann es dir mal kurz zeigen. Zwei Heilungen hatten wir, oder drei Heilungen hatten wir sogar, also merkt euch mal hier schon mal 60.000 weg. Also, ja, es wird knapp, also ich weiß nicht ganz genau, aber ich bin Gold 2, hier hätte ich dann quasi noch die 100.000 erreicht. Ich kann euch aber jetzt gerne mal zeigen, also hier am Computer ist immer ein bisschen schwer. Hier habe ich 144.000 Angriffslock, ja. 144.000, hier habe ich 42.000, hier habe ich Rathaus zerstört, 179.000, 192.000, 243.000, hier, das war nicht so toll, also meistens bekomme ich viel Gold, ich habe auch jetzt schon fast alle meine Mauern upgradet, finde ich sehr, sehr cool, und meiner Meinung nach ist es eine sehr, sehr geile Armee, klar, ich muss noch viel upgraden, wirklich sehr viel, meine Boogies auf Full Level, meine Barbaren auf Full Level, dann halten die auch alle viel länger durch. Aber meiner Meinung nach ist es schon mal eine sehr gute Armee für mein Level. Natürlich, es gibt immer bessere Armeen, aber ihr müsst auch auf den Preis schauen. Also hier kostet es jetzt vielleicht 25 mal 8, sag mal 250 dunkles Elixier. Und es ist eigentlich nichts. Gut, dunkles Elixier ist immer teuer. Aber ich mache auf jeden Fall immer noch meistens bei Angreifen Gewinn anstatt Verlust. Und das ist das, was bei mir zählt. Ich will nicht schweineteure Armeen machen, die Hunderttausende kosten mit Drachen und Packers und so. Juhu, wieder ein Kristall, sehr geil. Ich will wirklich Geld machen, auch wenn ich dann nicht... Ich habe noch nie die 100% mit der Armee geschafft, aber sie ist günstig und sie erfüllt seinen Zweck. Zerstören. Und meistens stehen die ganzen Lager draußen. Wenn ihr einen erwischt, der nicht oft aktiv ist, quasi seine Lager nicht ansammelt, habt ihr noch Glück, könnt einfach ein paar Boogies setzen, habt mal so eben 100.000... Und dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich lese es noch schnell. Alle Clan-Mitglieder für natürlich, das ist ein Rashcore-Clan-Let's Play. Und da geht es wirklich um den Rashcore-Clan. Und wir sind derzeit randvoll, wirklich randvoll.
Und da wäre zuerst der 1 Insana, der Killer, Eggy Master, Sebo, der Mitzen, Mob, Tadea, XGHF, Captain Harold, Mirchi 98, der Janis W. Java, Joni 2, Ization, Maurice, der Tim, Joni, Makatur, Xyros, Minecrafter Marcel, Adrian C.A. Adams, Demon 61, Killer 66, Leon Dorn, Zerstörer, Anton, Checker, Entschuldigung, Paddy Bart 21.007, Hardcore, Entschuldigung, 2107, Lady, Lou Gaming, Hall 9, Hammer, Black Phantom, Jo, Sulfid, Marcel, David Sieg, Leon, Colin, Jerome, Paul, Tatsuyi, Leo, Ninjaiki, The Greater 2002, die Emma, Sassy, der Luca und der Aletox. Luca, an dich, du brauchst noch 21 Pokale, um die 1000 zu erreichen. Bitte mach das, ich glaube da wirklich an dich. Dann, leider haben uns ein paar gute verlassen. Zwei gute, der X-King-Player, der Max und der Hamo 99, haben jetzt wohl ihren eigenen Clan gegründet, habe ich so gehört. Oder besser gesagt, habe ich gesehen. Finde ich echt schade, dass sie gegangen sind, aber wir sind ja wieder randvoll und ich habe auch einen neuen Slogan gemacht, also kann ich jetzt mal vorlesen. Messe dich mit dem Besten und sterbe wie der Rest. Die Zerstörung hat jetzt einen Namen, Rashcore, das Original, YouTube. Also ich habe mir gedacht, hier steht ja immer so ein Scheiß, also was heißt Scheiß, hier steht ja immer Stellvertretender ab, Clanältester nur auf Anfragen oder sowas, Beitritt ab, Bogies Level 5 oder sowas. Ich habe gedacht, schreib mal doch mal was ganz anderes rein, weil wir brauchen ja keine Mitglieder mehr und es ist einfach geiler, wenn du sagen kannst, guck mal, ich bin Rashcore Clan, schau mal, was sie für einen geilen Slogan haben und so, anstatt dass da steht, ja, Beitritt ab, Bogies Level 5, also ihr wisst, was ich meine. Und genau, das war's von mir. Ich upgrade als nächstes mein Armeelager auf Level 7, ist dann das letzte Mega Armeelager, wo ich auf Level 7 upgrade. Dann müsste ich mein Rathaus upgraden, aber ich upgrade dann vorher natürlich erstmal meine ganzen Verteidigungen. Und wenn das dann alles in, schätze ich mal, so 1-2 Monaten geschehen ist, dann können wir über das Rathaus reden. Aber erst dann. Da lese ich jetzt noch die 14 Nachrichten, die 15 Nachrichten vor. Und da schreibt gerade, hey XD, hi, B, warum Babas egal, da steht, ah, Bogies, da steht egal was, ich weiß, die war nur Spaß, war nicht ernst gemeint, nix, war doch okay, XD, ist egal, Smiley D, Doppelpunkt D. Also das war's auf jeden Fall von mir für heute, von mir von heute, alle, mein Deutsch ist schon wieder so am Arsch. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so ernst, danke Rashcore, ja, kein Problem, Black Phantom. Und dann würde ich mal sagen, also das war's von mir zu meiner Armee, zu meinen zukünftigen Upgrades. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Morgen kommt Castle Clash Lost Conflict, übermorgen kommt ein Clash of Clans, Rashcore Clan Let's Play am Mittwoch. Und dann würde ich mal sagen, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Ciao Leute und danke Marcel an dich für die Level 4 Barbaren. See you later, Alligator.